Nach der letzten Folge ergab sich die Diskussion darüber, ob der IBM 5150, der Urvater unserer heutigen PCs, tatsächlich ein, wie von mir behauptet, 8-Bit-Computer sei oder eben nicht. Mich würde mal interessieren, welche Maßstäbe ihr so anlegt, wenn es um diese Thematik geht. Definiert ihr ein System nach dem engsten Flaschenhals oder nach der Spezifikation der CPU oder danach, welchen Code die CPU verarbeiten kann? Oder haltet ihr es mit den Marketingfuzzis und sagt, dass das, was da draufsteht, auch drinsteckt? Oder aber ist es euch völlig wurscht? Nehmen wir doch mal als Diskussionsbeispiel den IBM 5150, den Atari ST, den Amiga 3000 und den Atari Jaguar. Ich bin jetzt echt mal gespannt drauf, was dabei so an Meinungen zusammenkommt. Weiter geht's durch mein Regal der hoffentlich 8-Bit-Maschinen mit all ihren äußeren Schrullen und Liebenswürdigkeiten. Commodore Business Machines 8269 von 1984. Aus Commodores oder besser Chuck Peddles Meisterstück PET 2001 entstanden bei Commodore zwei Produktlinien. Die Consumer-Gerätelinie, zu der beispielsweise der VC20 und der C64 gehören, und die Business-Linie, um welche es bei diesem Modell hier jetzt gehen soll. Im konkreten Fall handelt es sich um die 8000er-Serie, welche 1984 gestartet wurde, und im Detail um einen CBM 8269. Während die frühen 8000er sich noch am eckigen Vorbild des PET 2001 und der 4000er-Serie orientierten, kommen die späteren 8000er deutlich rundgeleckter daher. Der 12 Zoll große, 80x25 Zeichen darstellende und ewig nachglühende Grünmonitor lässt sich drehen und schwenken, was ich der Maschine wirklich sehr hoch anrechne. Mehr noch in Sachen Ergonomie. Die Tastatur lässt sich abnehmen und somit frei positionieren. Allerdings muss ich hier wieder darauf hinweisen, dass gut gemeint die kleine Schwester von Scheiße gemacht ist. Denn für wirklichen Dauerbetrieb ist die Tastatur dann eben doch nicht sonderlich gut geeignet. Angeblich stammt dieses Design aus dem Hause Porsche. Naja, wenn's denn sein muss. Was hier jedoch abgeht, ist die einfache Zugänglichkeit. Nix mehr mit Motorhaube auf und ran an die Hardware, wie bei den eckigen Vorgängermodellen. Unterm Strich muss ich jedoch sagen, dass mir der Computer gefällt. Er hat eine ganz eigene Formsprache, übertreibt dabei nicht, ist aber auch nicht so nüchtern, um komplett langweilig zu wirken, ist aber auch seriös genug, um gegen IBMs PC anstinken zu können. Auf der Rückseite findet man den Anschluss des IEEE 488 Busses, hier kann man beispielsweise Diskettenstationen anklemmen, sowie den User-Port und Anschlüsse für gleich zwei Datasetten. Das Netzteil ist integriert. Alles, was man hier braucht, ist eine Steckdose und dann kann's schon losgehen. Das Gesamtdesign ist für mich repräsentativ für die frühen 80er Jahre. Gerade auch in Film- und Fernsehproduktionen dieser Tage sah man oftmals eben diese Formensprache. Sinclair ZX Spectrum Plus 1984. Jetzt werden die Sinclair-Anhänger wohl gleich den Aufstand proben. Warum zeigt der Typ einen ZX Spectrum Plus und nicht den klassischen ZX Spectrum? Nun, ganz einfach, weil ich keinen solchen besitze. Und möglicherweise tut dies meiner ohnehin schon recht
sagen wir mal, reservierten Meinung gegenüber Sir Clive Sinclairs Computern sogar ganz gut. Der erste Spectrum hatte eine Gummitastatur und dieser Spectrum Plus hier hat eben, dem Anschein nach, ordentliche Tasten. Dem Hörensagen nach wurden vom Plus-Modell immerhin doppelt so viele Einheiten verkauft wie die vorangegangene Version mit Gummitasten. Beim ZX80 und 81 hatte ich es noch nicht erwähnt. Wenn man in die Tasten haut, bekommt man beispielsweise bei der P-Taste kein einfaches P auf dem Monitor, sondern direkt den Print-Befehl fürs Basic. Das ist eine ganz eigene Art und Weise, die manche mögen, andere hingegen verfluchen. Zu letzteren gehöre ich. Den Spectrum Plus gab es 1984 nach einer kurzen Entwicklungszeit von nur wenigen Monaten für heute umgerechnet 660 Euro. Auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs war die Kiste beliebt und wurde 1988 dort als Spectral nachgebaut. Das gefällige Design teilt sich der Spectrum Plus mit dem Sinclair QL, dem Homecomputer von Sinclair, welcher auf Motorolas 68000er CPU basiert, welche etwa auch in Macintosh, Amiga und Atari ST ihr Werk verrichten. Die Anschlüsse auf der Rückseite bergen wenig Aufregendes: Spannungsversorgung, Expansion Port, TV-Modulator-Ausgang für die Bilddarstellung auf dem heimischen Fernsehgerät und die bereits von den ZXen bekannte Anschlussvariante für einen externen Kassettenrekorder zwecks Speichern und Laden von Daten. Hier finden wir, völlig unscheinbar und unbeschriftet, einen Reset-Button. Meiner Meinung nach ist das Gehäuse überraschend nüchtern für einen Sinclair. Es ist halt ein schwarzer Kasten mit paar Tasten drauf, welcher mich eher an ein Tytler-Terminal älterer Fernsehstudios erinnert, als an einen Homecomputer. Commodore C116, C16, Plus 4, kurzum die 264er-Reihe von 1984. Dinge, die die Welt nicht braucht. Schön, aber sinnlos. Noch mehr Phrasen gefällig? Gut, wie wär's hiermit? Das kannst du schon so machen, dann wird's aber scheiße. Woher mein allumfänglicher Galgenhumor? Ja, wie soll man sich sonst der sogenannten 264er-Serie des Jahres 1984 annähern? Der C64 existierte ja schon als kostengünstiger Consumer-Computer. Parallel dazu gab es auch noch den etwas älteren VC20, aber es sollte noch einfacher und damit noch günstiger zu produzierende Computer entstehen. Einst als Nachfolger für den C64 geplant, schafften es C16, C116 und Plus 4 im Endeffekt jedoch nur ein Ziel zu erreichen. Ja, sie waren günstiger als der C64, oder sagen wir lieber, sie waren billiger. Aber sonst packten sie es nicht, der Legende den Schneid abzukaufen. Wenn wir aber mal die Technik außen vor lassen, so muss ich feststellen, dass mir das Design des Trios sehr gefällig ist. Fangen wir mal mit dem einfach gestrickten C16 an. Von außen ein klassischer Brotkasten, aber man sieht schon, wie mächtig Farben sein können. In seinen Grautönen wirkt er deutlich moderner. Erfolgt der Formsprache von C64 und VC20, welchen er als Einstiegscomputer eigentlich ersetzen sollte, sehr stringent. Bei genauerer Betrachtung sehen wir aber erfreut, dass es nun 4 statt nur bis jetzt 2 doppelt belegte Cursor-Tasten gibt. Auf der rechten Seite ist es jedoch mit den Gemeinsamkeiten vorbei. Die beiden Controller-Ports, hier nur als Joy 1 und 2 bezeichnet, sind als Mini-DIN-Stecker ausgeführt. Es gibt nun einen Reset-Button und die Stromversorgung ist hier sehr simpel gehalten, anstelle des bisherigen mehrpoligen DIN-Steckers. Vom Look her wirkt alles zwar moderner, ist aber eben inkompatibel zu VC20 und C64. Auf der Rückseite geht es,
mit dem serieneigenen 50-poligen 264er Expansion-Port weiter. Hier können ROM-Module, Speichererweiterung oder auch die Diskettenstation der 264er-Serie, die stylisch angepasste 1551, angeschlossen werden. Daneben dann, dankenswerterweise, wieder die bereits bekannten Anschlüsse fürs Hochfrequenz-TV-Signal, serieller Port und die Audio-Videobuchse. Im Anschluss aber wieder was Proprietäres, der Mini-DIN-Anschluss für die eigene Datasette, Modell 1531, welche auch wieder optisch angepasst ist. Mit über 1,2 Millionen weltweit verkauften Einheiten ist der C16 der absatzstärkste 264er. Mein rein optisches Resümee: der schönste Brotkasten, den Commodore jemals gebaut hat. Der C116, der 100-Mark-Computer Commodores, sollte nochmal eine Nummer billiger werden als der C16. Immerhin, dieses Ziel hat er erreicht. Von den rund 51.000 produzierten Exemplaren wurden die meisten in Deutschland verkauft. Im Gehäusevergleich haben wir es nun aber mit etwas ganz anderem zu tun. Brotkasten AD. Eine sehr schöne Entwicklung, wie ich finde. Farben und Formen wirken beinahe schon futuristisch und ich bin versucht, den Gummitastenfehltritt zu verzeihen, denn diese Tasten geben immerhin unter den Fingern nach und man spürt ein leichtes Klick. Naja, wobei Klick übertrieben ist, da gibt halt was nach. Freilich, längere Dokumente tippt man hier auch nicht mit sonderlich viel Freude. Neues vom Cursor! Nachdem wir nun die unsägliche Doppelbelegung zweier Tasten sowie die Vereinzelung in einer Reihe hintereinander hatten, finden wir hier nun sehr plakative Pfeiltasten, die die Richtung nicht nur angeben, sondern auch repräsentieren. Optisch schick, von der Bedienung her logisch, aus heutiger Sicht jedoch gewöhnungsbedürftig. Die Partie hier oben suggeriert Kühlungsrippen. Irgendwo vielleicht auch ein bisschen ironisch, dennoch sind viele TET-Chips, das Herzstück der 264er-Serie, den Hitzetod gestorben. Rückseitig finden wir wieder den einfachen Stromanschluss, den Reset-Taster, die bekannte serielle Schnittstelle im DIN-Form, wieder den Mini-DIN-Anschluss für die spezifische 264er-Datasette 1531, den 264er Memory Expansion Port und daneben auch wieder die beiden Mini-DIN Joyports. Den Abschluss macht der ebenfalls bekannte Audio-Video-Port. Damit ist die Rückseite vollgestopft des kleinen Gehäuses, sodass der HF-Anschluss auf die Seite wandern musste. Von der Bedienung her mag der C116 bescheiden sein, aber Himmel, was sieht das Ding gut aus! Und nun zur Krone der unrühmlichen 264er-Serie, dem Plus 4. Und den lassen wir jetzt erstmal wirken. Hier finde ich nichts zu meckern, zumindest was die Optik angeht. Diese Apparillo ist einfach schick. Für heute umgerechnet 670 Euro bekam man einen günstigen Einstiegscomputer mit anständiger Tastatur, übersichtlichem Design und, jetzt reden wir halt doch mal von Innereien, vorinstallierte Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und so eine Art Datenbank. Alles freilich nur in sehr rudimentärer Ausführung. Die helle Tastatur setzt sich herrlich vom dunklen Gehäuse ab und gibt dem gesamten Setup in meinen Augen etwas Nobles. Die Anschlüsse sind weitestgehend identisch zum Rest der 264er-Serie. Unterschiede gibt's beim Stromanschluss, den es in eckiger und runder DIN-Bauform gibt. Außerdem hat der Plus 4 einen User-Port, der aber, selbstredend, wiederum nicht kompatibel zu dem des C64 ist. Über stolze 825.000 Stück wurden davon weltweit verkauft.
Die gesamte 264er-Reihe ist für mich die Clique der Underdogs bei Commodore. Viel Bling Bling, günstiger Preis, gepaart mit, sagen wir mal, anzweiflungswürdiger Leistung und natürlich gänzlicher Inkompatibilität zum Rest der buckligen Verwandtschaft. Amstrad CPC 464 von 1984 und 628 von 1985. Dass die Briten auch halbwegs seriös im Homecomputergeschäft sein können, bewies Amstrad mit seinem CPC 464 im Jahr 1984. In Deutschland sind diese Computer als Schneider-CPC bekannt, da hierzulande die Schneider Computer Division den Vertrieb übernahm. Auch meine, leider nicht ganz so farbenfrohen CPCs tragen das Schneider-Label. Dieses 57,5 cm lange Kantholz trat gegen Commodores C64 und Sinclairs Spectrum an. Und ja, man konnte ihn mit seiner Konkurrenz definitiv nicht verwechseln. Ins Auge fallen natürlich direkt die bunten Tasten. Daneben sind der komplett abgesetzte 10er-Block sowie das integrierte Kassettenlaufwerk besonders bemerkenswert. Dadurch kommt dieser Klopper auch auf seine erstaunliche Länge. Der Ergonomie hätte es gewiss gut getan, wenn das Gehäuse nicht gar zu kastig geraten wäre. Der Abstand zwischen Tischplatte und erster Keyboardreihe ist einfach zu hoch. Auch sind Oberflächen anfällig für Kratzer und Schmierer. Das bringen glatte Plastikfinishes nun mal so mit sich, waren aber gewiss eine kostengetriebene Entscheidung. Auf mich wirkte dieser Klotz so, als hätte man den Terminal-Teil einer größeren Rechneranlage einfach rausgesägt. Der CPC ist ein beinahe All-in-One-Computer, denn im Vergleich zur Konkurrenz hat der CPC seinen Massenspeicher direkt mit dabei und, was in meinen Augen eine kleine Besonderheit ist, er hat einen eingebauten Lautsprecher für den Sound nebst dazugehörendem Lautstärkeregler. Der 464, dessen letzte Zahlen für seine Arbeitsspeichermenge, also 64 KB stehen, hat über dem Datacorder, welcher sich übrigens einwandfrei bedienen lässt, sogar ein Zählwerk mit Rückstelltaste. So kommt man schnellstmöglich zu der Stelle auf dem Kassettenband, an der das gewünschte Programm, welches man laden möchte, beginnt. Benutzerfreundlich? Absolut! Beim 628 mit entsprechend ablesbaren 128 KB Arbeitsspeicher hat man statt des Kassettenlaufwerks ein Diskettenlaufwerk integriert im recht seltenen 3 Zoll Format. Dies allein wäre schon ein Kapitel für sich. Interessant und vorbildlich finde ich die reichhaltige Info zur Tastenbelegung und die Darstellung der CPC-Farbpalette hier quasi auf dem Diskettenlaufwerk obendrauf. Eine allzeit im Blickfeld liegende Hilfe. Sehr nett gemacht. Und dabei ist das Ding so schön eben, dass man hier auch ein Getränk parken kann. Naja, wobei, vielleicht doch besser nicht. Die Anschlüsse am 464 fallen wie folgt aus. Spannungsversorgung 5 Volt, eine DIN-Buchse für den Monitor, Platinenanschluss für ein externes Diskettenlaufwerk und daneben der Anschluss für Joystick und eine 3,5 mm Klinkenbuchse für, Achtung, Stereo Sound Output. Und wo wir gerade dabei sind, hier versteckt sich der eingebaute Lautsprecher. An der Seite finden wir den Lautstärkeregler und den Powerschalter. Am 628 sieht es etwas anders aus. Allein die mechanische Ausführung einiger Anschlüsse ist völlig unterschiedlich zum 464. Aber vieles ist auch gleich. Lautsprecher, Lautstärkeregler, Powerschalter und daneben der Anschluss für das zweite Diskettenlaufwerk. Denn das erste ist ja, wie gesagt, schon integriert beim 628. Daneben dann die Monitor-DIN-Buchse und hier kommt jetzt ein kleines Kuriosum. Bei den CPCs fungiert der Monitor als Spannungsquelle.
Dem 464er reichen die 5 Volt für den Betrieb des Computers, beim 628 müssen noch zusätzlich 12 Volt angeschlossen werden für den Betrieb des Laufwerks. Hier kommt noch ein Expansion-Port und ein Druckeranschluss. Seitlich gibt's hier eine DIN-Buchse für einen Datacorder, einen Joystick-Port und wieder die 3,5 mm Klinkenbuchse für Stereo-Sound-Output. Den CPC-Bildschirm, hier die monochrome Grünfassung davon, der muss einfach erwähnt werden, denn dieser hat auch ein ganz eigenes Styling, allzu schwer ist der Klotz auch nicht, sodass man das gesamte CPC-Setup durchaus als leicht zu transportieren bezeichnen kann. Auch bei diesem Aufbau benötigt man lediglich eine Steckdose und es kann losgehen. Mich wundert es insgesamt nicht, dass die CPCs eine große Fanbase haben. Ich finde die Dinger einfach toll. Das soll's für diese Folge nun erstmal gewesen sein. In der nächsten und letzten Folge zu diesem Thema krame ich meine verschiedenen Varianten des Commodore C128 heraus, mache mich über die XE-Serie von Atari ein bisschen lustig, heuchle Bewunderung für das C64C-Gehäuse und starte mit den Amstrad Spectrums Plus 2 und Plus 3 in ein Paralleluniversum. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei sein würdet. Und denkt mir bitte daran, die Türen des Digital Retro Parks, des Museums für digitale Kultur in Offenbach am Main, stehen für euch von Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr offen. Es erwarten euch dort 8, 16 und 32 Bit Homecomputer und Spielekonsolen, von Ataris Super Pong aus 1974 bis zu Sonys PlayStation 2. Das meiste davon ist eingeschaltet und wartet darauf, von euch erkundet zu werden. Wir freuen uns auf euren Besuch und natürlich freuen wir uns auch über jeden Spenden-Euro, den ihr dem Museum zugutekommen lasst. Unterstützt mit nur 4 Euro pro Monat, tretet der Aktion 4 Euro for the Win bei und sichert damit den Fortbestand dieser bislang in Rhein-Main einmaligen Einrichtung von Retro-Computing-Fans. Für Retro-Computing-Fans und freilich für all die, die es noch werden wollen oder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie es werden wollen. Und damit geht mit dem Jahr 2019 eine weitere Zeitspanne zu Ende, die leider Gottes, wenn man sich die globale Entwicklung anschaut, wieder in der Hauptsache mit Zeitverschwendung einhergegangen ist. Ich möchte aber diesmal nicht wieder meine ach so verschriene, naive Star Trek-Mentalität hier ansetzen und versuchen, irgendwie beeinflussend zu wirken, sondern vielleicht mit zwei, dem einen etwas längeren, dem anderen etwas kürzeren Zitat darauf hinzuweisen, dass unsere Lebensaufgabe doch eigentlich nicht in der Maximierung von einzelnen Interessen, einzelnen finanziellen Interessen möglicherweise zu bestehen hat, sondern eigentlich unser Gesamtblick darauf gerichtet sein sollte, die Welt, so wie sie ist, möglichst noch lange für uns und unsere Kinder zu erhalten. Und in diesem Zusammenhang denke ich, dass die Geschichte vom Pale Blue Dot, vom blassblauen Punkt, recht passend ist. Am 14. Februar 1990 wurde die Raumsonde Voyager 1 in einer Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern auf die Erde ausgerichtet und machte dann ein Foto. Und auf den ersten Blick erkennt man gerade mal gar nichts auf diesem Bild. Aber der Astronom Carl Sagan, welcher das Ganze angeleiert hatte, erkannte dann im Endeffekt unseren Planeten Erde und eben als einen kleinen, blassblauen Punkt mitten im Garnichts. Und er sagte dazu: Es ist uns gelungen, dieses Bild aus dem tiefen Weltraum aufzunehmen, und wenn man es betrachtet, sieht man einen Punkt. Dieser Punkt ist hier. Er ist unser Zuhause. Wir sind das. Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, der je gelebt hat, sein Leben gelebt.
Die Gesamtheit aller unserer Freuden und Leiden, tausender von sich selbst überzeugten Religionen, Ideologien und ökonomischer Doktrin, jeder Jäger und Sammler, jeder Held und Feigling, jeder Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen, jeder König und Bauer, jedes verliebte junge Paar, jedes hoffnungsvolle Kind, jede Mutter, jeder Vater, jeder Erfinder und Entdecker, jeder Lehrer der Moral, jeder korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder oberste Führer, jeder Heilige und Sünder in der Geschichte unserer Spezies lebte dort auf einem Staubkorn in einem Sonnenstrahl. Die Erde ist eine sehr kleine Bühne in einer riesigen kosmischen Arena. Denken Sie an die Ströme des von all diesen Generälen und Kaisern vergeudeten Blutes, auf das sie in Herrlichkeit und Triumph für einen Moment Meister eines Bruchteils dieses Punktes würden. Denken Sie an die endlosen Grausamkeiten, die von den Bewohnern einer Ecke des Punktes an kaum unterscheidbaren Bewohnern einer anderen Ecke des Punktes begangen wurden, wie häufig ihre Missverständnisse sind, wie eifrig sie darin sind, einander zu töten, wie glühend ihr Hass ist. Unser stolzes Posieren, unsere eingebildete Wichtigkeit, unser Irrtum einer privilegierten Position im Universum wird von diesem blassen blauen Punkt hellen Lichts in Frage gestellt. Unser Planet ist eine einsame Flocke in der großen, umhüllenden kosmischen Dunkelheit. In unserer Dunkelheit, in all dieser Weite, gibt es keinen Hinweis, dass Hilfe von anderswo kommen wird, um uns vor uns selbst zu retten. Man sagte, dass Astronomie einen bescheiden mache, und ich könnte hinzufügen, eine charakterbildende Erfahrung ist. Meiner Meinung nach gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Dummheit der menschlichen Einbildungen als dieses ferne Bild von unserer kleinen Welt. Mir unterstreicht sie unsere Verantwortung, freundschaftlicher und mitleidvoller miteinander umzugehen und diesen blassblauen Punkt, das eigene Zuhause, das wir je gekannt haben, zu bewahren und zu pflegen. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade die Weihnachtsgeschichte, aber ich bin der Meinung, es ist aktueller denn je und regt ein wenig zum Denken an. Oder ich erzähle einfach den Witz, den Harald Lesch so gerne erzählt in diesem Zusammenhang. Deutlich kürzer, deutlich prägnanter, so wie der Harald halt eben unterwegs ist. Treffen sich zwei Planeten im Weltraum. Sagt der eine zum anderen, du liebe Zeit, wie siehst denn du aus? Sagt der andere, naja, du komm mir lieber nicht zu nahe. Ich hab Homo Sapiens. Na, der andere lächelt ihn aufmunternd an und meint, keine Sorge. Das geht vorbei. Und trotz alledem wünsche ich euch allen da draußen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.